Hallo und herzlich willkommen bei Dr. Tobias Falk, der Knasterarzt, bei Prison Architect. Jetzt gerade genau in der Pause ist gerade was passiert. Gerade unten ist aufgeploppt, wir haben einen Toten. Aber ich weiß noch nicht, wer tot ist. Das ist das Erschreckende. Ich. Du bist der Tote? Okay. Genau. Und damit auch nochmal hallo. Ja. Außerdem haben wir natürlich unsere Bewertung hier oder Bewerbung für die hübschesten Toiletten der Nachkriegszeit. Die mittlere hat jemand nicht abgespült, oder sehe ich das falsch? Oh, das ist so eklig. Wieso machen die hier nichts? Aber dafür ist unser Knascht Krankenhaus, sollten wir dann jetzt mal langsam hier wirklich aufziehen, dass das hier weitergeht. Und unsere Bauarbeiter liefern schon. Dein so. Personal ist übrigens erschöpft hier. Ja, es sind sie alle. Die sollen was arbeiten. So, ich baue hier auf jeden Fall mal die Leichenhalle schnell auf. Damit wir sehen, wer das Ganze, wer der Tote ist. 1, 2, 3. Ich hoffe nicht, dass wir hier mehr haben. Und machen auch gleich noch ein Krankenbett hin. 1, 2, 3, 4. So, und brauchen natürlich dann noch 2 Ärzte hier. Dr. House und Dr. Foreman. Ja. Was mir dabei gerade noch einfällt, das haben wir vorher auch in der Pause noch mitbekommen, wir haben irgendwie nur 2 Wärter. Stimmt, wir haben nur 2 Wärter, aber haben schon über 50 Gefangene hier. Und was mich auch noch ein bisschen stört. Ja, wenn jetzt irgendwas los ist, dann haben wir echt eine kleine Situation. Wie es auf dem neuen Englisch so schön heißt. Aber ich kopiere uns einfach mal diese Bank hier. Einmal, zweimal. Da passt natürlich nichts mehr hin. Ja, das müsste eigentlich reichen. Und beim Personal, wie viel Geld haben wir denn noch? Nicht genug Geld verfügbar. Oh, okay. Ach, da hinten. Der ist tot. Tja, was legst du dich auch mit Don Calione an? Aber der sagt nie wieder, dass das Essen schlecht war. Glaube ich. Ja, die ersten 2 Minuten vom Video sind schon vorbei und wir haben schon den ersten Toten. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Quote hier. Und da unten warten sie. Was steht denn da draußen vor der Tür? Wie? Der hier? Hm. Ja. Der wollte mit seinem Anwalt hier sprechen. Ich glaube, das ist ein Anwalt, oder? Ja, Besucher. Wie brav die alle sind, dass alle genau zur richtigen Tür rein und rausgehen. Ist ja ganz brav gewartet. Ja, wir haben echt noch ein sehr, sehr angenehmes Gefängnis. Wir haben noch nicht die schweren Jungs. Ja, wir müssen jetzt aber mal langsam wirklich die harten Jungs irgendwie mit reinnehmen. Ah, guck, und da drüben hier. Die einen duschen, die anderen machen sauber. Ach nee, wir haben die Toilette in der Mitte, die ist echt krass. Ja, die ist echt total versifft, die Toilette. Was ist denn mit der los hier? Kannst du da irgendwie ranzoomen oder so? An die hier? Warum haben die das jetzt so gemacht? Oder was ist mit der? Ja, ich habe keine Ahnung, was mit der ist. Ich glaube, die ist. Ach nee, da ist eine Lampe drüber. Ja, das und ganz viel Dreck, weil da oben über der Mauer drüber ist, oder was ist das? Nee, es sind ja hier überall Lampen installiert, wie hier, hier, hier. Und da ist es eine genau über der Toilette, deswegen sieht es aus, als ob da so ein riesengroßer Urinfleck drin sei. Da ist wohl immer noch was Verstopfung hier. Ja. Jetzt fällt mir aber, glaube ich, noch was ein, was wir noch nicht gemacht haben. Und zwar die Stationierung. Ach doch. Haben wir gesagt, dass die Gefangenen dort nicht hin dürfen? Okay, aber ansonsten sieht eigentlich unser Gefängnis nicht schlecht aus. Hier wird mal wieder gearbeitet wie Weltmeister. Ich glaube, da stellen wir noch ein paar von den. Aber das ist auch schon wieder Patrick, selbst eine Wäscherei. Ja, ich glaube, ich stelle noch ein paar von den Wäschekörben auf. Ich würde mir sagen, ich stelle so ein paar von den Putzmann auf. Ja, aber guck, wie unser Putzteam hier losrennt. Es klappt eigentlich recht gut. Wie sieht's aus? Ich mich schon laufen, so soll's sein.
18 Gefangene haben ernsthafte Beschwerden. Was habt ihr denn, Jungs? Kann keine Unterhosen kaufen, es gibt hier keinen Primark. So, das erste Gefangenen, oder das erste Krankenbett ist schon aufgestellt. So, und unsere Putzkolonne möchte sich weiter hier die Drogen und Gifte besorgen. Wir müssen langsam wirklich hier ein bisschen was für die, ja, für die Sicherheit tun. So, einmal. Und wie sieht's aus mit unserer Forschung für den Hundezwinger? Dafür bräuchte ich 1000 Kohle. Okay, da muss Vater Staat mal wieder helfen. Wir holen uns Subventionen. Was wollen wir? Psychisch Wohlergehen? Nein. Sicherheitsverfahren. Sicherheitschef, 10 Wachen. Puh, 10 Wachen kann ich mir gerade nicht leisten. Ja, wir müssten sowieso, glaube ich, bevor wir die ganz Starken reintun können, hier ein Rüstungslager bauen. Wie, was möchtest du bauen? Nochmal. Ein Rüstungslager, weil erinnere ich mich gerade an einen YouTube-Kommentar von dem Video vom, wann war denn das, 5.10., meine ich, wo Benny Knoblauch gesagt hatte, dass bei ihm die Dinger nur deswegen drin bleiben, weil er hier bewaffnete Sicherheitskräfte hat. Ja, aber das gibt immer so ein schlechtes Image, wenn man gleich alle über den Haufen knallt. Und Das bisher macht sind mehr sie ja Spaß. eigentlich noch recht, wie soll ich sagen? Ja gut, wir haben jetzt Gefahrenstufe 3, Medium. Die haben alle ernsthafte Beschwerden. Sie wollen ein bisschen mehr schlafen. Ja, sieh sie dir Faules. mal an, was sie überhaupt für Beschwerden haben. Ja, die meisten sagen hier, sie möchten schlafen. Den kannst du doch bestimmt irgendwie oben drüber aufrufen oder so. Also Ne, wenn du unten Beschwerden normalerweise. draufklickst, dann müsste bestimmt irgendwie eine Liste oder sowas kommen. Ja, nein, nein, nein. Hier ist Charakter, Erfahrung, Bewertung. Du musst wirklich jeden Einzelnen angucken, oder wie? Gesundheit. Ja, man schaut sich einfach hier immer dann so ein bisschen so die Sachen an. Und meine Güte, jetzt regt euch nicht so auf. Ihr habt nachher, jetzt ist Arbeitszeit und nachher dürft ihr dann in der Freizeit dürft ihr so viel schlafen, wie ihr wollt. Aber nicht jetzt. Ich glaube, das verstehen die gar nicht, dass sie in ihrer Freizeit schlafen dürfen. Ich glaube, die nehmen wirklich nur die Schlafenszeit. Doch, in der Freizeit machen sie eigentlich schon das, was sie wollen. So, die neuen Wäschekörbe sind da, aber irgendwie gibt es anscheinend nicht genug zum Tun, oder? Ach doch, da der eine transportiert schon. Diese kleine Putzkolonne da unten. Ja, die sind echt süß. Ich überlege gerade, ob ich hier auch noch, hier noch so einen kleinen Steingang machen, dass die sich alle ein bisschen schneller bewegen. So, und wir haben 4 Wachen. Jetzt hier schön schließen und alles. Was machen die denn alle hier draußen? Die sollen drin kontrollieren. Nee, die kontrollieren, dass keiner von draußen reinkommt. Sich keiner freiwillig einsperren lässt. Ja, sieht echt so aus. Und hier unsere Putzkolonne geht durch die Zellen. Wir könnten eigentlich auch dringend wieder eine Razzia machen, wenn ich mir gerade überlege. Ja, die kommt heute Nacht wieder. Ja, Weil sie kein ja eh Wunder, dass sie schon so so wenig wenig Schlaf Schlaf kriegen, haben. wenn die Ja, dauernd die husten. haben eh schon so wenig Schlaf. Muss dann immer während der Duschzeit reinrennen. Da Ja. weißt du garantiert, dass sie keine Waffen im Körper tragen, wenn sie Oh! duschen, das weißt du immer. So, und jetzt bitte einmal alle nach vorne beugen. Die Folge war mal bei FSK 18, dann passt das. Ich habe mir gerade, vorhin habe ich mir auch die erste Folge von der zweiten Staffel von Orange is the New Black anguckt. Und ich lag so am Boden vor Lachen. Sie wird da in ein anderes Gefängnis verlegt und dann kommt außer diese Szene. So, Ladies, jetzt bitte Hände auf die Knie und nach vorne beugen. Und der Gesichtsausdruck war einfach Ja, was so. ich mir überlege, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wo das gewesen war, aber das war in irgendeinem, auch irgendeinem Gefängnisspiel, wo das wirklich so war, dass man nur dann alle Waffen finden konnte, wenn die beim Duschen waren, weil die ansonsten immer was dabei hatten und die sonst alle Klamotten in der Zelle gelassen hatten. Ja, was ich jetzt schnell eigentlich bauen möchte, aber geht natürlich erst ab 1000, dass ich hier mal ein bisschen Hunde rumschicke, weil die eigentlich sehr, sehr gut ist. Ich habe ja Ach hier mit so. Absicht, habe ich ja hier alles so relativ zentral. Das heißt, sie müssen eigentlich alle hier dran vorbei. Und das heißt, ich kann eine Hundepatrouille zwischen den beiden Stationen hier hin und her schicken. Also Meinst du also, Dusche und Kantine. das ist wieder ein Eingliederungsprogramm, also jeder ein Insasse bekommt einen Chihuahua und ist dann glücklich.
Ja, das wäre, oh, es wird echt 25, Gefahrenstufe High. Ich wette, wenn du jetzt da unten irgendwo drückst, klick da mal drauf. Hier. Ja, kann man dann, oder Nein, da irgendwie, kann ich nicht muss man da irgendwie, draufklicken. oder auf die Faktoren draufklicken. Ah, nee, verschwindet das wieder, okay. Ja. Oh, aber da ist einer am Kämpfen. Und alles ist hier schon kaputt. Okay. Bestrafung, Isolierung. Der macht mein Gefängnis kaputt. Warum? Was will er denn überhaupt? Ja, Was wir haben ist einen denn da? Aufstand hier gerade. Oh, ach so, der ist 18 Jahre alt. Notfälle holen wir die Riot Police. Und unsere Polizisten. Toll. Warum denn? Warum kommt denn überhaupt die Polizei? Wir haben doch Werte. Ja, wir haben welche, aber die Riot Police, die soll eigentlich hier helfen. Was ist denn da los? Wieso stehen die alle hier draußen? Die Da warten jetzt. drinnen demolieren sie, guck mal. Ja, ich weiß. Vielleicht gucken sie noch näher ran da vorne dran oder so. Ja, er ist verletzt schon. Da muss er Dr. wohl irgendwas House machen. kümmert sich drum. Wir warten einmal, bis er abkratzt, dann passt das. Ja, und hier unser einer Polizist. Ah, er traut sich jetzt endlich mal rein. Was war denn das gerade eben? Für einen Ja, das war, da hat Schnitt. jemand geflucht. Schlägt er auf die Leute ein? Ja, die schlagen gerade hier. Zack. Da gibt's auch noch mal eins auf die Ömme. Jetzt guck doch mal eben, was ist vor im Knast. Vielleicht kommen die da irgendwie aber nicht rein. Oder klick doch mal so einen Polizisten an. Den hier? Nein, das ist einer von denen, die da draußen stehen. Die Ja, die Police. kann ich höchstens reinziehen. Aber jetzt sind sie eigentlich alle drin. Ich schicke den hier jetzt auch mal rein. Die Riot Police. Irgendwo ist hier immer noch was im Gange. So, die einen werden schon abgeliefert. So, aber während das Essen gibt, verstehen sie sich wieder alle gut. Das ist schon mal schön. Ja, das ist sehr wichtig. Am Megessen, alle sind okay. So. Gibt es eigentlich inzwischen schon Tunnel? Ja, wenn, dann werden wir das heute Nacht Moment irgendwo. mal, mir fällt ja was ganz anderes auf. Guck mal da oben neben deinen Wärtern. Von 18 möglichen haben wir 54 drin. Oder was heißt der? Nein, das bedeutet, wir haben 54 Gefangene gerade eben. Ja, und Und 18 wir haben drin. aber nur 18 Zellen hier zur Ich meine, Verfügung. das. Deswegen können die auch nicht schlafen. Auf dem Boden schläft sie immer so schlecht. Ja, ah. Also zu dritt oder zu viert Ja, auf aber dem Bett ist schon ich echt hab doch hier ungemütlich. genug Betten denen aufgestellt. Die sollen sich nichts vertun. Ja, das ist nur eine Übergangszelle, also. Und zur Not, die jetzt randalieren, kommen jetzt eh in die Isolationshaft und die anderen ins Krankenhaus. Haben wir dafür überhaupt noch genug? Isos? Lass mal schauen. Ja, die sind Ist eigentlich jetzt hier nur besser. ein einziger drin? Was ist mit dem Schlägertypen? Oh, da drüben geht's schon wieder weiter. Der eine ist bewusstlos, der andere ist verletzt und in Ketten. Jetzt geht's wirklich hier. Ich dachte, Ja, ihr wollt warum? schlafen, dann geht doch schlafen. Pfeifen. Ich glaube, die können da gar nicht schlafen. Ich weiß es nicht, aber es sieht irgendwie so aus, als. Also, natürlich, sie dürfen auch. Ich sag doch, während der Freizeit gehen die nicht schlafen. Während der Freizeit gehen die in den Hof. Ich überlege gerade, wie wir dann das Ganze noch Ich hier würde sagen, die anpassen. 9 PM-Freizeit. Nimm die mal raus. Leg mal das Duschen auf 8. Ich probiere noch mal einen Tag, aber jetzt gibt's erstmal Razzia. Hallo? Oh! Das ist natürlich ganz blöd, wenn bei den Gefangenen die Schlüssel gefunden werden. Ein Handy. Da kann ich Ja, ja auch WhatsApp lesen. für Pizzaservice und seinen WhatsApp-Status aktualisieren und. Und Subway. Ja, genau, bei Subway to go. Hallo, Einmal durch Tunnel bitte bring 3 und Tunnel einmal long, 1 hat dann Food Long. gewischt. So, Dr. Foreman ist auch wieder unterwegs, kümmert sich schon um den verletzten Patienten hier. Eine Spritze direkt in den Hintern. Wir gehen auch sofort schlafen. Ey, wie die sich jetzt alle im Badezimmer tummeln. Wahrscheinlich alle schnell wieder die Drogen wegspülen. Was hat denn jetzt halt oben gerade gefunden? Ein Fläschchen. Ist das Alkohol oder ist das Gift? So, was gibt's hier für Beschwerden nochmal? Sleep, ihr dürft ja gleich alle schlieben. Der eine noch mit Alkohol.
Jetzt rennen sie aber alle los. Schlafen, endlich, lass mich rein. So, schauen wir mal. Oh, da Boah, wurde geht auch auch noch immer eine. tempolos. Ja, ein Bohrer wurde noch gefunden. Was ist denn das da vorne weiter, dieses Fläschchen? Das hier? Oder was? Das ist ein Duschkopf. Nee, das ist ein Metallschaft. Das ist ganz blöd. Damit stechen sie sich gegenseitig ab. Nee, ich meine, was ist das neben dem Giftfläschchen? Das hier, Alkohol. Buß. Okay. Na, ich habe überlegt, was könnte das sein? Da ist noch Also Alkohol vom drin, oder? Schlafen her geht's eigentlich. Also die meisten Gefangenen haben eigentlich ein Bett. Ein paar Betten fehlen. Okay, gebe ich zu. Oh, da unten wird auch wieder geschlägert. Der will ausbrechen hier. Der ist schon verletzt. Ja. Bewusstlos geschlagen. Hast du gerade gesehen? Polizei kommt bewusstlos. Ja. Eins schön drauf hier. Wir machen hier die schönsten Szenen aus Stuttgart 21 nochmal. 800 € für die Reparatur. Ja, du Arsch. Hier. Muss er zahlen. Kann man den verlängern, der einfach noch ein Der bisschen gut muss hier. zahlen. Oh, eine Säge. Geht's aber los. Bin echt gespannt, was die jetzt noch so alles finden. Und wann die erste Person entdeckt wird. Ja, aber wir brauchen hier echt noch eine Bettenreihe, wenn ich ein Ja, bisschen. eigentlich fast dafür, wir bauen einfach jetzt. Geh nochmal runter zu den Zellen, warten. Ja. Wir können doch auf die gegenüberliegende Seite einfach noch mehr drauf bauen. Ja, klar, aber ich brauche die Kohle. Guck mal, wie viel Geld ich habe. Ich habe $153. Wie teuer ist denn eine Zelle? Ich brauche ein Bett, ich brauche die Umrandung, ich brauche eine Toilette, ich brauche vielleicht, ne, Fernseher braucht es nicht unbedingt. Toilette, Bett, reicht doch erstmal, weißt du? Ja, Bis aber dann später. muss ich Strom anschließen und alles. Also eine Übergangszelle ist deutlich günstiger. Und ich glaube, ich sage jetzt auch mal, ich mache einen Aufnahmestopp, dass ich sage, morgen sollen bitte keine kommen. Oh, und wir haben einen Hochrisikopatienten jetzt drin. Der hat anscheinend jemand umgebracht. Mal drauf. Ja, Mörder 25 Jahre. Für Ja, mehrfaches der? Verbrechen einschließlich Ah. Mörder, Autoentführung und. Murder. Der ist Murder. Ja, Mörder. Oh, und er hat einen Polizisten von uns umgebracht, deswegen. Oder eine Polizistin. Da unten wird gerade schon wieder rumgeprügelt. Schon wieder? Ja, da war gerade der Schlagstock. Dieser Ja, rote. nee, der Schlagstock wurde gefunden. Achso. Aber wie viel der jetzt schon gefunden worden ist. Ein Schraubenzieher haben sie auch schon und Scheiße, Drogen. haben die uns zwei Wörter umbracht, oder? Ernsthaft? Wir haben nur noch drei. Ich dachte, ich habe fünf eingestellt. Ach nee, vier habe ich. Ja, und deswegen ist er jetzt ein schwerer Gefangener. Und für den gibt es jetzt natürlich hier einen besonderen Tagesplan. Stimmt, eine ISO. 24 Stunden ISO. Ja, nein, 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 nein. Er darf schlafen. Er Den darf. kannst du aber nicht gleich mit anderen zur Arbeit schicken, Ja, oder ja, ja. was? Ich überlege gerade, wie ich das einteilen Der soll. kriegt die Nachtschicht. So, er darf nichts machen. Oder 2 Arbeitsstunden gibt es ihm oder nicht? So, er darf ein bisschen mehr schlafen als die anderen. Und er darf, hier darf er essen. Gleichzeitig mit den anderen. Ach, Scheiße. Ah, wollte ich ja Das nicht. ist dasselbe wie die Arbeit. Lass ihn noch duschen, während die anderen Ja, arbeiten. genau, überlege ich mir auch gerade. Dann darf er hier essen, während die anderen arbeiten. Der kriegt sein Abendessen zwischen 5 und 6, würde ich sagen. Und Das ist duschen. Freizeit, dann dürfen die da rein. Ich würde, ja Ach, genau. Scheiße, stimmt. Ich wollte da ja, wo die anderen arbeiten Nehmen, eigentlich. ich würde ihm die Essenszeiten zwischen 5 und 6 geben. Ich habe jetzt Essen hier oben. Ja, er bekommt auch zweimal Essen, meine ich. Der kriegt nur einmal. 6, dann brauchen wir morgen und Abendessen Der wieder. ist nur 25 Jahre eingesperrt, also komm, der wird das ja wohl Mittag schon kriegt er los. nicht, er kriegt morgens und abends was. Das bedeutet, er bekommt am besten um 1 und um 2 was, wenn die anderen noch schlafen. Dann lege ich ihm hier nochmal ein Essen rein, okay? Eben, um 6, weil dann arbeiten nicht die anderen noch so. Ja, und der Rest wird er in seiner Zelle eingesperrt. So einfach sieht's für ihn aus. Wer rot ist, ich möchte eigentlich eh.
Ich dachte eigentlich, ich bekomme das erst ein bisschen später, dass wir hier die Dunkelroten bekommen. Weil jetzt Ja. sollte ich eigentlich, weil er ist gefährlich. Schick mir die Rio Police wieder nach Hause. Ah, stimmt, gute Idee. Ich Kannst glaube du einfach jetzt, oben, genau. jetzt sind sie alle wieder normal, dann schicken wir sie nach Hause. Ich dachte, da wäre ein Knockout dran. Aber guck mal, wie viel sie diese Nacht gefunden haben jetzt hier. Das geht gar nicht. Und vor allem, wir haben die Hälfte noch nicht mehr hier durchgesucht. Also die ganze Betten sind noch gar nicht durchsucht. Ja, aber geht trotzdem. Und wir brauchen morgen mehr Betten. Wir haben 300. Können wir noch ein paar Betten? Wie viel kostet mich ein Bett? 200. Ja. Hier stellen wir noch eins hin. Hier stellen wir noch eins hin. So, was sind eure Bedürfnisse? Mehr Schlaf, mehr Alkohol, mehr Drogen. Okay. Ja, klingt wie mein Studentenleben damals. Okay, das hätte ich jetzt vielleicht nicht im Stream sagen sollen. Eher weniger. So, und die warten hier noch drauf, dass sie durchsuchte Gefangene zweimal geschlagen. Nachher. Ah, da wurden sie schon einmal durchsucht. Aber ich finde es auch echt süß, wie unterschiedlich die sind. Wie was, wie Wie unterschiedlich? unterschiedlich breit die sind. Ja, das finde ich eigentlich recht witzig, Also dass eigentlich die man so. einzigste Möglichkeit, dass sie da verschiedene Sachen reingebracht hat. Ich meine, die sehen sich alle echt verdammt ähnlich, sind wirklich viel breiter und so. Da kommt echt Leben ins Ja, Spiel. ich finde auch die Gesichter, wie sie sie gemacht haben. Die sind nett, aber irgendwie, ich glaube, das wirkliche Leben kommt wirklich viel breiter. Weil so in dem Shampoo Ja, siehst du ja kaum die Gesichter. Ich stimmt. meine, wenn die jetzt alle dieselbe Breite hätten, das sieht komisch Aber aus. ich bin auch überrascht. Guck, es ist Freizeit für die einen und sie legen sich noch mal alle schön hin. Also es geht schon mit der Freizeit. So, der guckt Fernseher, der geht auf Toilette. Und ich brauche langsam wirklich Kohle, damit ich hier das Ganze. Was ist gerade 3000? Wenn du noch Nein, 200 das mehr ist kannst. das, was ich Achso, Entschuldigung. verdienen, Du musst einen aber. neuen Wert einstellen, das ist auf jeden Fall ein alter Tod. Naja, ich sollte eigentlich fast zwei. Ich sage immer, so eine 10 zu 1 Quote ist eigentlich ganz gut. Aber was echt auffällig ist, wenn ich mir das angucke, 54 zu 17, so viele Betten hast du doch gar nicht mehr eingebaut. Das heißt, die müssen eigentlich wirklich mehrere zusammen in einem Bett schlafen, oder? Nein, nein, Du jetzt mal guckst die ernsthaft. falschen Gefängnisfolgen an. Nee, nee, jetzt mal ganz ernsthaft, mit 54 Überschuss. Wir haben ja unten 17 Zellen, oder? Wir haben 17 Zellen gerade So, aktuell aber das da hier. oben sind dann nicht vier, sind die Ah, nicht und da. hier haben sie einen Tunnel entdeckt, deswegen. Deswegen haben wir Mit der gerade nur Toilette 17 Zellen. durchgegraben. Ja, das sollten wir natürlich hier auffüllen wieder, damit man die Zelle weiter nutzen kann. Aber ich meine, wenn du dir das mal eben überlegst, du hast da unten 17 Zellen. Ja. So, aber das da oben sind doch keine restlichen Betten mehr. Das reicht dann nie im Leben. Warte mal, wir haben 18 und hier oben haben wir bei den Betten 2, 4, 6, 8, 10. Dann nochmal 9. Ja, langt nicht. Deswegen Das saßen da wir oben heute. müssten 37 Betten sein. Naja. Ja, wir müssen mehr bauen, aber mir fehlt halt eben die Kohle. Ja, dann kannst du nicht so viele Gefangene aufnehmen. 37 richtige Ja, Gefangene, das ist ich klar. hab jetzt extra gesagt, hier keine neuen kommen rein. Ja. Oh, es gibt. Hier gibt's Kohle für. Scheiße, ich habe sie angenommen schon. Entferne. Okay. Ja, das war blöd. Razzia für Waffen, Werkzeuge, okay. Voraussetzung: Gefangene mindestens 40. Ach, Schrott, ich habe zu schnell draufgeklickt. Razzia nach Drogen. Findet 10 gestohlene Drogen und hier entferne die Versorgung von gestohlenen Werkzeugen. Naja, vielleicht haben wir Glück und wir schaffen die hier.
Aber da gibt es, glaube ich, die Kohle. Ja, da gibt es nur einen Abschlussbonus. Mischt. Ach, Personalwohlfühl, Bildungsreform bringt nichts. Eben hier, also was sind hier gerade, ich Ah, habe in und einer. hier, guck, die hätte ich nehmen können. Zwei Hundeführer und zwei Bewaffnete. Ja, aber hier oben steht ja drin, Razzia, Waffen und Werkzeuge. Also entferne die Versorgung von gestohlenen Waffen und Werkzeugen. Wie werden die überhaupt damit versorgt? Ja, die holen sie sich hier. Ich habe ja Ja, hier eben, du musst ja überall. entferne die Versorgung. Also irgendwie. Ich habe ja hier überall recht blöde. Wie soll ich sagen? Nur für Personal. Wo kann man das denn nochmals sehen? Auf deinem Stationieren. Personal unten. Die blauen Felder. Nein, wo ich sehe, in welchem Gebäude was es zum Erbeuten gibt. So. Das wollte ich nochmal sehen. Versorgung. Nee, Mischt. Versorgung sollte gleich dran sein. Nee, ist es nicht. Naja, in 33 Stunden gibt es nochmal 16.000 Kohle. Jetzt gibt es vor allem auch gleich 20.000. Wieso 20.000? Ach hier, Entferne die wenn sie alles Versorgung, wenn Kunden der haben. fertig ist. Ja, ich Ja. glaube, die finden nicht alles. Das wird das Problem. Also Ja, ich ich glaube glaube. schon, dass sie alles finden. Ich glaube, dann ist einer abgehakt. Wir müssen zwei abhaken. Wir müssen zwei. Da draußen stehen schon wieder Horden von Menschen. Bisher ist doch noch gar nichts abgehakt hier. Ja, eben noch nicht. Noch läuft ja auch die Razzia. Okay, ja, die Besucher sind wieder da und der Hausmeister will auch raus. Du kommst hier nicht raus. Er kapiert aber nicht, dass es hier einen schönen Weg für Personal gibt. Aber da kommt schon. Nee, nee, der wartet lieber auf die dreckigen Leute mit ihren dreckigen Ach nee, die Fußabdrücken. wollen hier erst die Razzia noch fertig machen. So. So, hier auch einmal durchsuchen. Der sieht ja auch witzig aus. Hier. Hier, das ist der Inhaber von Pirate Bay, den sie hier Also. verhaftet haben. Sieht man an seinem blassen Gesichtsausdruck. Aber die Brille ist stylisch, da kann man nichts sagen. So, aber die könnten hier auch mal aufräumen. Guck mal hier. Wie es hier aussieht. Was für ein Dreck. Und er will wieder Alkohol. Ach, guck mal, wie schön sie das platzieren. Das ist echt nett gemacht. Hier, dreckige Was? Klamotten mit Ach so. in den einen. Ja, sieht fast aus wie bei uns. Bei allen, die ganzen Klamotten auf dem Boden. Aber alles in Häufchen. Ja. So, wie lange dauert denn die Razzia noch? So, der Gruppenraum, der will hier auch in diesen Raum rein. Da kommt allerdings dann unsere Hundestaffel rein. Wie sieht's aus hier? Der wartet jetzt seit 7 Stunden hier drauf, dass er endlich, was hat er gemacht, verurteilt zu 2 Jahre für mehrfache Verbrechen, einschließlich Videospielpiraterie. Meineid, Datendiebstahl. Dafür bekommt er 2 Jahre. Ja, für Videospiel. Plädoyer unschuldig. Meineid 6 Jahre, ja. Ups. So ein Schwerverbrecher. Naja, aber es hat einen Vorteil, wenn der hier wirklich nur so dran steht und die Polizei ihn irgendwie vergisst abzumholen. Das ist klasse. Also ich dachte, ich mache mal eben jetzt kurz so ein bisschen News-Time. Und zwar, seit dem Update von Prison Architect, also Update 20 für die Alpha 20, ja, Ja. gibt es jetzt die Möglichkeit, das Spiel zu verlieren. Ja, das weiß ich, aber diese Option haben wir nicht Oh Mann, wenn eingeschalten. man das ganze Spiel verliert, als eigener Häftling im eigenen Knast enden. Laut Gamers Global sehe ich hier gerade. Ja. Das heißt, wenn man hier, Ach, du wo bist sehen ja wir schon das? total out und alt hier. Was ist denn Natürlich bin das ich hier? das. Fängst du jetzt gleich an mit News hier von MySpace oder was hier? Ja. Also, ganz hochaktuelle Sache, Steam wurde erfunden. Nee. Also. 1, 2. Nee, was ist denn das hier? Genau, das passiert dann. Ich frage mich immer Unkontrollierter noch, Ver wieso ich hier nur 19 Zellen habe, aber ich hier 20 doch gebaut habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
bis zur Grenze und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also nach Adam Riesling gibt doch. Müssen das doch 20 Zellen sein. Ich kapiere nur nicht, welche von denen hier nicht genutzt Wie in wurden. denen die beiden Kartons drin stehen, würde ich sagen. Die Die hier? sind doch zwar mit Kartons, ich würde sagen, die werden nicht benutzt. Das stimmt, den können wir Box. Du kannst der Box folgen. Inhalt von sehr. Oh. Du kannst der Box folgen, follow. Ah ja, ich werf die beiden Fernseher mal weg. So. Hey, folge den Fernsehern. So, hier sollten wir eigentlich auch noch eine Türe hinmachen. Das finde ich klasse. Also wenn du jetzt hier wirklich einen Aufstand hast, der zu sehr eskaliert, dann kommt die Nationalarmee und macht den ganzen Knast dicht. Ist das nicht das, was ich hier gemacht habe? Nee, das war noch nicht die Nationalarmee. Das ist wohl wirklich, wenn du dann verlierst. Also, wenn es wirklich ein ganz unkontrollierter Aufstand wird, dann verlierst du das Spiel, weil die Nationalarmee kommt und einmal alles beendet. Okay. Und wenn du zu viel, und wenn du finanziellen Bankrott hast, hast du verloren. Und zu viele Ausbrüche und Tote macht dich eben selber danach zum Häftling. Wegen, Moment, strafbarer Fahrlässigkeit. Ist doch interessant. So, ich baue hier noch ein paar Betten hin, damit wir die jetzt wenigstens zwischendurch ein bisschen hier. Ja, noch ein paar zum Schlafen bringen können. Bisher geht's eigentlich von der, dass sie gut behandelt werden. Also es geht eigentlich im Moment gerade. Ich glaube, heute brauchen wir keine Razzia bei denen. Die wollen essen. Hier, wo ist Qinglao, unser zweiter Koch? Ach, der bringt gerade das Essen her. Ich muss mal gucken, wie die Quote ist. Ich habe im Wiki noch gar nicht geguckt, was eine Quote ist zwischen Gefangenenanzahl und Anzahl der Köchen, die man braucht im Spiel. Da müsste ich auch noch nachschauen. Ja, aber ich denke, und hier wird der tote Polizist jetzt auch weggebracht. Ein Ehrengeleit. Ja, er wird nochmal durch seinen Lieblingsort gebracht. Blutfleck auf dem Boden. Ja, hier ein Blutfleck im Gemeinschaftszentrum. Der soll an den guten, wie heißt er denn, Wache entlassen. Na? Der soll an den guten oder Ja. an den guten Karl-Heinz erinnern. Ja, das war die Der heutige Schatten ist Folge. sehr geil von dem Ding. Ja, oh, danke, das ist, oh ja, es ist noch eine Alpha. Lassen wir es einfach mal bei Alpha. Das ist eine sehr realistische Sonne, die sie hier reingemacht haben. Oh, und wir haben einen entlassenen Gefangenen gerade. Ich Ist ja hoffe, auch der ist entlassen. Ja, ist hat abgesessen. Das war die heutige Folge von Prison Architect oder Architekt oder Architekt. Ich wurde ja in den Kommentaren schon geflamed dafür, wie falsch ich es doch immer ausspreche. Wir haben jetzt Dr. House und natürlich, wenn Dr. House da ist, gibt es gleich mal zwei Tote. Das ist bei jeder Folge von dem da. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge hier bei Prison Architect. Bis dann!